Kopf, du Community Meisterschaft 1 GT500. Ihr seht es da stehen und es ist das 9. Rennen, das vorletzte Rennen. Ich stehe in der Box und diesmal ist der Scheibenwischer korrekterweise an. Unglaublich. Es regnet. Ja. Es wurde mal Zeit, dass es irgendwann mal regnet. Wir haben ja die Sachen zufallsgeneriert. Anfangsregen war, glaube ich, bei 23%, also bei 20% angesetzt. Jetzt steigt das Ganze, weil das auf 100 stand. Ich dachte mir, ich warte erstmal ein bisschen in der Box. Das Ganze natürlich nachkommentiert, wie die letzten Folgen auf Mount Panorama auch schon. Lass den Dream hier noch vorbei und begebe mich dann auch auf die Strecke. Dann wechseln wir natürlich auch in die andere Ansicht jetzt gleich noch. Proto wartet draußen. Und erstmal aber auf die Strecke. So, jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, Regen, ist das nicht schwer zu fahren? Ja. Ich weiß auch gerade nicht so, was ich in den nächsten Folgen groß erzählen soll. Das wird ein Dreiteiler, wie ihr sicherlich schon am Titel erkannt habt. Ich muss auch sagen, das hier hätte ich live kaum hinkriegen können. Das ist wirklich eine unglaubliche Arbeit gegen den Wagen gewesen. Habe am Setup nicht viel rumgespielt, was natürlich jetzt das Handling auf nasser Strecke nicht zwingend verbessert hat. Man wird vor allen Dingen nachher im Rennen, in den beiden Rennfolgen dann sehen, vor allen Dingen auch durch die Wiederholungskamera, wie krass man da am Gegenlenken ist, auch hier schön zu sehen, der Wagen kommt man entgegen. Und die Quali fängt erstmal nicht ganz so gut an. Natürlich erstmal Aufwärmrunde, klar, da fährt man sich erstmal schön die Reifen warm. Deswegen auch hier mal ein bisschen hin und her und rumquietschen und so. Ein bisschen Dream noch wegfahren lassen, weil wir schlecht direkt hinter ihm fahren könnten. Denn wenn wir direkt hinter ihm sind, dann sehen wir nichts. Also 15 Minuten Quali, das entspricht bei etwa 2,5 Minuten Rundenzeit auf nasser Strecke. So gut nur 6 Runden, die man fahren kann. Also 6 Runden insgesamt, ne, mit Einführungsrunde. Heute und in den kommenden Folgen wahrscheinlich etwas ruhiger, ist alles nicht ganz so actiongeladen wie Mount Panorama, aber man sieht auch hier, es geht praktisch nur geradeaus und du musst halt gegenlenken, du musst das Ding abfangen. Es ist wichtig, vorsichtig am Gas zu sein. Man sieht auch Halbgas, Dreiviertelgas, ja, ich kann da nie voll drauf gehen oder so. V und Stream hat sich da verbremst und ist ein bisschen zu weit raus schon. Und jetzt geht's gleich in die erste gezeitete Runde. ...3:17, die erste Rundenzeit natürlich nicht gültig, weil wir aus der Box sind. So, auch hier kannst du nicht Vollgas gehen. Gehst du hier Vollgas, fliegst du raus. Rouge, erstmal langsam werden. Fünfter Gang, 1:70. Hier wieder leicht vom Gas. Da darfst du auch nicht allzu fahrlässig sein. Auch hier muss man aufpassen. Hier, wo ich schön nochmal vom Gas gehe, da durchzutreten, hat fatale Folgen. Und das muss man dann halt auch meistens am eigenen Wagen erfahren, was das für Folgen hat, wenn man da mal auf dem Gas stehen bleibt. Dream und die Wasserwolke, die er da vorne vor uns aufwirft, das werden wir noch öfter sehen im Verlauf dieses Rennens. Denn auch wenn er mich jetzt hier zum Beispiel gerade vorbeilässt, netterweise, weil ich dann im ersten Teil doch wesentlich schneller sein konnte, kann ich mich da nicht wirklich absetzen. Thank you.
So, Dragon hat die erste Zeit gesetzt, eine 2:28.949 und ich rutsche raus. Schnell nochmal ein bisschen Rückwärtsgang eingelegt, um Dream nur noch ein bisschen mehr Platz zu machen. Und damit war diese Runde verkackt. Marvin an der Spitze jetzt vor Dragon gezogen, 2:27. Und da vorne, das sind halt ganz andere Bereiche. Das sind dann zum einen die Leute halt, die mit Rutschstoff fahren, die, glaube ich, bei den Bedingungen nochmal einen wesentlich stärkeren Vorteil haben. Und selbst bei so einem Bereich, wo du auf eigentlich der Ideallinie bist, rutschst du raus. Und da haben wir jetzt gerade ein Phänomen gesehen, was andere nicht so bemerkt haben, aber ich habe es halt irgendwie krass empfunden. Wenn man auf der Ideallinie fährt, dann geht's. Wenn man neben der Ideallinie fährt, dann geht's. Wenn man von der Ideallinie auf die nebenliegende Strecke oder von der nebenliegenden Strecke auf die Ideallinie fährt, dann verliere ich Grip ohne Ende. Also selbst wenn ich von dem eigentlich nicht so grippigen Bereich auf die Ideallinie rübergehe, die eigentlich mehr Grip hat, verliere ich Grip und verliere deswegen öfter mal die Kontrolle, wenn ich da hin und her pendel zwischen den Bereichen. Eine 2:47, momentan der 9. Platz. Erste Kurve ein bisschen weit genommen. Und erstmal wieder schön aufs Gas treten, durchdrehende Reifen, die fangen sich dann so im 5. bei 180. Und schön weit links mitnehmen, hoch im 5. 170, sogar unter 170 gefallen. Muss auch da wieder gegenlenken, vom Gas, gegenkorrigieren, hier wieder. Wichtig ist auch früh zu schalten, damit man aus dem Bereich rauskommt, wo der Turbo nochmal Leistung generiert und deswegen die Reifen auch mehr zum Durchdrehen bringt. Man muss dazu sagen, ich fahre ein Differential, was zwar früh eingreift, aber immer nur sehr wenig eingreift. Ja, ich kann es nicht abwenden, das Differential irgendwie urplötzlich sagt, nö. Ich finde, das Fahrverhalten ist halt scheiße. Deswegen soll er möglichst früh eingreifen und dann halt nur entsprechend wenig. Und diese Einstellung habe ich halt auch für Regen nicht geändert. Hat zwei Gründe. Zum einen, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen in... Ah, guck mal hier, dieser krasse Drift. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen in der Wertung des letzten Rennens. Zum Zeitpunkt dieses Rennens bin ich schon sicherer Meister der ersten Division. Von daher brauche ich hier auch gar nicht groß Risiko gehen oder so. Und mein Setup passt mir halt eigentlich echt gut. Und da wieder in der gleichen Kurve. Man verliert die Kontrolle, man lenkt gegen und auf einmal kommt der Grip und dann schießt du dich selbst praktisch ab. Naja, und mein Setup hat halt sehr gut fürs Trockene gepasst, sowohl auf der als auch auf anderen Strecken. Und so schlecht bin ich im Regen nur auch nicht. Das Problem ist halt wirklich, den Wagen irgendwie gerade zu halten. Und da dachte ich mir, nö. Die einzige Sache, die du irgendwie groß dagegen machen könntest, wäre halt vielleicht noch Traktionskontrolle. Aber das ist auch nicht so das Wahre, also bin ich einfach so gefahren. Ist halt eine anstrengende Sache. Und jeder Fehler, der da halt irgendwie passiert, der ist irgendwie auf dich zurückzuführen. Naja, größtenteils. Also manchmal dachte ich mir auch, wo war jetzt da auf einmal der Grip wieder hin? So, jetzt bringen wir erstmal das hier ins Ziel rein, das ist eine 2:42 und damit immer noch 11. Platz. Und die erste Kurve verschissen. Quali mittlerweile schon recht weit fortgeschritten. Wir haben noch 6 Minuten, heißt also nach dieser Runde habe ich noch eine gute, die ich fahren kann. Eine gute zum Fahren danach noch, die haben wir jetzt schon relativ krass verschissen. Ob die noch was wird, ich weiß nicht. Dafür relativ schnell durch Urouge. Mit 180. 11. Platz, da habe ich mir wirklich Besseres ausgemalt, muss ich sagen. Der Akku für Controller 1 ist leer. Ja, ich fahre natürlich nicht mit Controller, sondern mit Lenkrad. Auch wenn ich mir vorstelle, dass es bei Regen vielleicht sogar angenehmer ist, müsste ich mal testen, ob das bei den... Also bei manchen Wagen stelle ich es mir einfacher vor mit dem Controller bei Regen. Ob das bei denen so ist, weiß ich nicht, weil der Turbo natürlich richtig krass reinhaut.
Ja, wir werden im Verlauf des Rennens halt noch einige Sachen sehen, wo ich mit dem Lenkrad nicht schnell genug nachkam, gegenzulenken und dann war er weg oder ich lenke halt zu stark gegen und komme dann mit der Gegenlenkung nicht hinterher. Und auch noch schön hier fast rausgekommen. Das ist auch kein Problem, wenn man da mal rauskommt oder so. Ja, gerade in dem Regenwetter. Wenn das halt nicht zum eigenen Vorteil ist. So, jetzt wieder in die Horrorkurve. Verscheißen wir sie wieder. Komm, links, links, links. Hier übrigens der Randstein ist sehr fies, wenn man da wieder zurück will. Von hinterm Curb auf den Curb drauf. Der Curb ist so hoch. Da drehst du dich, aber das ist eher ein Fehler, der beim Trocknen passiert. 8 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit, das ist momentan Marvins 2:24,7. Momentan sehen wir die ersten Platzierungen nicht, wie diese Runde aussieht, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Ich kann euch aber glaube ich sagen, wer momentan da vorne steht. Auf 1 ist Marvin offensichtlich. Und hier nochmal schön die Kontrolle weg, ne, Heck ein bisschen raus. Auf 2 müsste Dragon sein, auf 3 Justin, der entgegen der Regularien mit Rutschstopp gefahren ist und auch abgekürzt hat. Von daher folgt der Ausschluss vom Rennen und auch aus der Meisterschaft. Und die Zeit war zwar besser, aber ist immer noch der 11. Platz und jetzt die letzte Chance, irgendwas zu punkten. Deswegen früher auf der Bremse in die erste Kurve, lieber früh einlenken und etwas früher raus beschleunigen. Vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit mit durch die Kurve. Im 5. Gang, 170, die Reifen fangen sich und drehen nicht mehr durch. Nicht so weit links angefahren wie sonst. Mit 167 Minimalgeschwindigkeit ist nicht so schnell. Muss noch mal kurz nachkorrigieren. Nach der Oruge stand hier noch ein bisschen vom Gas gegangen und jetzt erst wieder aufs Gas, wenn es wirklich nur noch geradeaus geht. Die Zeit leuchtet gelb, 2:55 sind es noch. In dritten schalten, hier lenke ich immer sehr früh ein, was nicht der Ideallinie entspricht, aber ich finde im Regen ist das durchaus die Ideallinie. Die Linie verändert sich ja auch je nach Bedingungen. Und da vorne, da sehen wir ein wenig Gisch hochspritzen. Wer ist denn das? Müsste, glaube ich, Rufus sein. Der war zumindest vorhin vor uns, wenn ich es richtig sah. Nochmal hier ein bisschen zu weit rausgependelt. Hier, das geht voll klar, okay. So, bisher alles noch okay. Komm, von der 11 starten, das muss wirklich nicht sein. Also zumindest irgendwie so bei Dream in der Nähe, das wäre schon was. Gemeinsame Team 1 Action. Kev aktuell der schnellste Nicht-Rutschstopper und da bricht die Kiste schon wieder aus. Jetzt halt ihn doch innen. Gut, gut, gut. Na, ein bisschen zu weit raus, aber nicht über den Körper gerutscht. Das wäre fatal gewesen. Jetzt vorsichtig am Gas sein, wenn es gleich rechts geht. Hier vorsichtig sein. 6,3 Sekunden Rückstand auf Marvin. Das sieht doch ganz ordentlich aus. Ich meine, man sieht, ich habe mich Runde für Runde verbessert, aber was richtig Ideales war da halt noch nicht dabei. So, Kev, wie gesagt, aktuell der schnellste Nicht-Rutschstopper. Von daher ist das irgendwie so der Benchmark, an dem man sich richten muss, hier auf dem Curb. Das ist gar nicht mal so ungefährlich, da auf dem Curb zu fahren. Jetzt geht's in die Schikane. Wo bremst man denn da am besten? Das war definitiv zu früh, deswegen musste ich nochmal Gas nachgeben, rutsch aber dann ein bisschen zu weit raus. Nicht ideal so. Und jetzt kommt Tritt aufs Gas. Das muss eine Zeit sein, die besser ist als 2:38. Es ist eine 2:34,233. Und damit setze ich mich auf Platz 7. Zweitbester Nicht-Rutschstopp-Rang hinter Kev. Aber noch vor GT-Fan, Dream, Toyota und Proto. Ja, jetzt lassen wir die Quali zu Ende gehen. 45 Sekunden warten wir noch. Natürlich habe ich da in dem Moment nicht dran gedacht, dass ich die Sache noch nachkommentieren muss und jetzt tolle 40 Sekunden Langeweile auf uns warten. woran ich aber gedacht habe, ist keine Starts zu üben. Ja, das hört sich vielleicht komisch an, aber es ist eine Leistung, nicht daran zu denken, mal im Regen einen Start zu üben. Und das hätte ich hier halt machen können. Gucken, wie weit muss ich überhaupt den ersten hochziehen, denn das weiß ich ja nicht. Wann muss ich am besten den zweiten schalten? Nein, ich bleibe lieber hier stehen, guck, wie
hinter uns ein GTR sich zu unserer illustren Gruppe dazugesellt. 7 Sekunden sind es noch. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei, jetzt begeben wir uns alle auf die Strecke zurück. Alle rammen mich. Marvin vor Dragon, vor Justin, vor Mirko, vor Kev, vor Rufus, vor Trofto, vor GT-Fan, vor Dream, vor Toyota, vor Proto. Die Zeiten könnt ihr wieder selbst entnehmen. Diesmal habe ich mich relativ knapp vor GT-Fan gesetzt und nicht umgekehrt. Und tschüss!